Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOS Sports. Heute Technik. Jedes Mal, wenn wir irgendwie was zusammenbauen, also ein Motorrad, dann versuchen wir, unsere neuen Produkte zu verbauen, ganz klar. In dem Fall, wir bauen hinter uns gerade die neuen Afrika-Maschinen auf für die Dakar-Tour 1984 in 2024. Und da möchte ich euch unsere neue Bremsscheibe und die neue Parallelstrebe vorstellen. Also bleibt am Ball. Also heute Paralleverstrebe. Warum stecken wir da so viel Know-how rein? In erster Linie ist das der Schwachpunkt, den wir leider noch haben. Wir haben ja mittlerweile die gefräste Schwinge. Wir haben stabile Räder, wir haben stabile Schrauben, gute Federbeine mit guten Federbeinaufnahmen. Was ich immer noch kaputt mache, ist die Paralleverstrebe. Die verbiege ich, da hatte ich ja zuletzt, mache ich den Link hier. Oder hier oben irgendwo hatten wir die Blechstreben, die aus drei Teilen zusammengeschweißt sind. Den Videolink gibt es quasi da oben. Und die hat gut gehalten, aber gegen den Wummer kann sie nicht anhalten. Hier haben wir ein Rohr, weil es hohl ist, auch wenn es vierkant ist, das ist ein Rohr. Hier ist sauber mit Wick eine Büchsenhalterung eingeschweißt. Da vorne könnte man es noch rund machen, aber jeder weiß, wenn das verschraubt ist, sieht man das nicht. Und hier hinten ist der Kern des Ganzen. Hiermit schütze ich den Endantrieb. Die Aufnahme am Endantrieb, die ist bei mir mal kaputt gegangen mit den Gabeln. Ich habe das eingeknurrt. Das Einzige, was da noch gehalten hat, war der Silentgummi und den konnte ich auch nichts mehr wechseln. So verknurrt war das. Und damit passiert das nichts mehr. Natürlich hat die auch kein ewiges Leben. Also der Jason fährt jetzt schon eine Zeit lang drauf rum, fährt Rallyes mit seiner Rooney. Der hat die getestet und der Jason macht schon einiges kaputt. Ich habe sie getestet und wir werden sie jetzt auch, weil sie neu im Programm sind, in unsere Dakar-Bikes bauen. Das Produktvideo will ich nicht auf ein Produkt beziehen, sondern ich wollte euch dann noch mehr vorstellen. Für die 1100er Schwingenfahrer, 1150er Schwingenfahrer ist das Problem, dass es gibt sehr gute Scheiben, Brembo, Lucas, Motomaster, Braking. Aber wir hatten das Problem, wenn wir sobald wir in den Schlamm oder in die Wüste gegangen sind, haben uns die Löcher in den Bremsscheiben, den Bremsblech geklaut. Stimmt nicht, das waren nicht die Löcher, sondern das war der Dreck, den wir mitführen. Sand, Staub, Abrieb, Basalt, alles, was da draußen rumliegt, setzt sich in der Scheibe ab und hat es im Bremsbelag runtergerieben. So war es dann so, dass ich anfangs bei einem Rennen IGE im Schlamm fast den ganzen Bremsbelag gebraucht habe. Um das zu verhindern und weil die Bremskraft hinten eh viel zu brutal ist, haben wir diese Scheibe wieder auflegen lassen.
Früher hat uns das Lukas gemacht. Lukas ist fusioniert mit Sachs. Ist wirklich schwierig ranzukommen. Und jetzt haben wir Modomaster dafür gewonnen. Ist eine Kleinserie, ist deswegen nicht die billigste Scheibe, aber sie dankt euch das auf Dauer. Ich packe sie mal aus für euch. Ist schon mal schön, wenn man ein Eigenprodukt hat. Ja, so schaut sie aus. Aus den Vollen. Na ja, und klar ist die teurer, ne? Die hat ja auch keine Löcher, ne? Sind weniger Arbeitsgänge, ich weiß das alles. Aber da es Kleinserien sind, ist es einfach in der Produktion teurer. Wir haben hochwertigen Stahl, schön geschliffen, passt auf jede 1100er Narbe, passt auch auf unsere Narben. Die Schrauben dazu haben wir natürlich auch im Shop. Ist eine tolle Sache. Habe ich ewig schon im Renneinsatz, verschleißt fast gar nicht. Und für diese Wüstentour ist es genau das Ideale. Da legt sich kein Sand in die Löcher. Somit hält der Bremsbelag viel länger. So, dann verabschiede ich mich mit meinen neuen Produkten. Ich danke euch da draußen fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok, wo auch sonst. Ladet eure Kumpels ein, bewerbt unseren Kanal. Schreibt gern auch Kommentare dazu. Was wollt ihr sehen? Was wollt ihr wissen? Was können wir euch erklären? Wir sind da immer offen für sowas. Und wichtig sind nette Kommentare und gute Empfehlungen. Bis dahin, euer Manuel Schad von SWD Sports. Ciao. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute Technik. Alter, geht das schwer. Ein Glück, dass ich das rausschneiden kann. Okay, la la la. So. Jetzt müssen wir warten, bis das Gesicht erkannt ist. Und die neue Parallelwaffe-Strebe vorstellen.